ist es bei Ihnen auch wieder sommerlich warm und die Hitze in den eigenen vier Wänden ist unerträglich? Tja, dann haben Sie sich hoffentlich eine moderne Klimaanlage bei Rednux bestellt. Und für alle Selbermacher da draußen gibt es jetzt etwas Unterstützung. Denn die Installation und Montage einer Klimaanlage ist gar nicht so einfach. Lassen Sie uns mit dem Innenausbau starten. Begonnen wird mit der Wandkonsole. Diese befindet sich am Innengerät und lässt sich durch das Lösen einiger Schrauben leicht entfernen. Ist die Wandkonsole abgenommen, misst man die Abstände. Wichtig hierbei, die Wandkonsole muss in Waage positioniert werden, da sonst das Innengerät später tropfen könnte. Die Beschaffenheit der Wand bestimmt die Wahl der Dübel. Dübel rein und die Wandkonsole verschrauben. Nun werden die richtig schweren Geschütze aufgefahren, denn jetzt folgt die Kernlochbohrung. Die Kernlochbohrung ist mit einem leichten Gefälle zu versehen und je nach Fassade kann eine Diamantbohrkrone für Betonschichten gebraucht werden. Jetzt wird das Innengerät aufgehangen. Je nach Leitungsweg befindet sich an der Seite eine Sollbruchstelle, die man leicht mit einer Zange nach dem Anbiegen entfernen kann. Richten Sie jetzt die Anschlussleitungen entsprechend aus und hängen Sie das Innengerät an der Wandhalterung auf. Doch fest verschraubt wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt. Weiter mit der Verlegung des Montagekanals. Dieser wird mit Hilfe von Bohrungen und in diesem Fall Schlagdübeln befestigt. Wichtig hierbei, um einen guten Kondensatablauf zu gewähren, ist es wichtig, den Montagekanal mit einem halben Grad Gefälle zu verbauen. Falls dies nicht möglich sein sollte, finden Sie im Rednux Online-Shop neben den Kondensatpumpen alles rund um die Montage Ihrer Klimaanlage. Das ist schon ein echtes Schwergewicht, dieses Außengerät. Mit seinen knapp 30 Kilo empfiehlt es sich immer, eine helfende Hand dabei zu haben. Bei einem an der Wand hängenden Außengerät, wie in diesem Fall, ist eine entsprechende Wandhalterung nötig. Achten Sie dabei bitte auf eine korrekte Montage, damit das Außengerät ordnungsgemäß positioniert werden kann. Bei der stehenden Montage wird das Außengerät auf vibrationsdämpfende Füße gestellt. Somit ist ein leiser Betrieb garantiert. Jetzt wird der Montagekanal für den Außenbereich angebracht. Wenn Sie damit fertig sind, wird das Innengerät von der Wand genommen. Und wir beginnen mit dem Anschluss. Kondensatschlauch, Steuerkabel und die Kältemittelleitungen werden in der benötigten Länge ausgebreitet. Der Kondensatschlauch wird mit dem vorhandenen Schlauch am Innengerät ineinander gesteckt und mit Silikonband isoliert. Nun zu den Kältemittelleitungen. Die Muttern an den Leitungen aufschrauben. Bei manchen Innengeräten hört man nun ein leises Zischen. Doch keine Panik. Das ist kein Kältemittel, sondern nur eine Stickstofffüllung und völlig normal. Die Kältemittelleitungen werden zugeschnitten, entgratet und anschließend mit der richtigen Mutter versehen. Hier haben wir ein Viertel, drei Achtel Leitungen. Die Leitungen werden mit etwa einem Millimeter gebördelt und anschließend ans Innengerät geschraubt. Und am Ende werden die Leitungen mit Hilfe von Isolierband isoliert. Die Steuerkabel werden auf der Platine angebracht. Wie genau Ihr Gerät verkabelt wird, entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung, da es bei einer falschen Verkabelung zu einem Kurzschluss kommen könnte. Die Leitungen werden in den Montagekanal gelegt. Wichtig hierbei ist wieder der Kondensatschlauch, der mit Gefälle ganz unten im Montagekanal platziert werden sollte. Auch das Leitungsbiegen spielt eine tragende Rolle.
Wird eine Leitung zu sehr gebogen, kann sie abknicken und dadurch unbrauchbar sein. Achten Sie auf vorsichtiges Biegen, besonders beim Durchdringen der Kernlochbohrung. Um den Montagekanal sauber zu verschließen, wird die Kappe auf die richtige Länge zugeschnitten. Und jetzt ganz einfach auf den Kanal geschoben und die Filter des Innengeräts eingesetzt. Im Anschluss wird das Seitenstück der Anlage eingesetzt und die Verkleidung des Innengeräts verschraubt. Der Innenbereich ist fertig. Nun zum Außenbereich. Die Kernlochbohrung wird mit Dichtmasse befüllt. Informieren Sie sich bei Ihrem Baumarkt, welche Dichtmasse am besten für Ihre Fassade geeignet ist. Auch der Außenbereich wird mit Klappen auf den Kanälen versehen und die einzelnen Leitungen auf die richtige Länge gebracht. Genau wie beim Innengerät werden die Kältemittelleitungen entgratet, mit einer Mutter versehen und anschließend gebördelt. Mit einem Drehmomentschlüssel werden die Kältemittelleitungen befestigt. Auch die Steuerkabel werden auf der Platine des Außengeräts geschraubt. Befestigen Sie die Kabel mit den dafür vorgesehenen Schrauben. Der Kondensatschlauch wird in einen gewünschten Abfluss oder unterhalb des Außengeräts gelegt, wo das Kondensat problemlos ablaufen kann. Nun die Inbetriebnahme, die wir hier nur kurz anschneiden. Die EU-Verordnung schreibt laut Gesetz vor, dass eine Inbetriebnahme von Split-Klimaanlagen ausschließlich von zertifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden darf. Aus diesem Grund sollten Sie für die Installation der Klimaanlage unbedingt einen Fachmann beauftragen. Kommen wir nun zum ersten Probelauf. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung und starten Sie die Klimaanlage. Bitte lassen Sie die Klimaanlage 30 Minuten unangetastet. Diese Zeit braucht die Anlage für die Kommunikation der beiden Einheiten. Zu kompliziert? Wir helfen Ihnen gern. Mit dem Redlux-Sorglos-Paket können Sie die gesamte Montage selber machen lassen.